Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Studio Winter. Ich bin der Kumpel und heute habe ich nicht den Groschi dabei. Heute begleitet mich das Nalfa-Bär. Moin! Und wir machen das, weil es gibt dieses Wochenende, und deshalb kommt das Video auch am Samstag noch raus, gibt dieses Wochenende bei Warsaw die Möglichkeit, moderne Panzer zu fahren. Speziell den Leopard 2A5. Und den T90. Ja, aber jetzt im Moment stehen wir auf Deutsch, also werden wir wahrscheinlich dann auch im 2A5 landen. Sind wir da in Staffel dann drin? Ich drück mal auf Teilnehmen. Ja. Keine Ahnung, was da passiert. Wir sollten dann als Staffel reinkommen. Ich hoffe es. Wir hätten auch Mixed-Mode fahren können. Groschi ist nicht verbunden. Wenn er nicht verbunden hast du, ist... Hast du einfach auf in die Schlacht gedrückt, Clemens? Ja, hab ich. War das du musst falsch. Das Ereignis starten. Hast du das Ereignis starten? Ach, hast du das Ereignis gestartet? Ich dachte, ich habe das Ereignis gestartet. Bist du in einem Ereignis? Nee, ich bin im Leopard 2A5. Ja, dann... Ich bin gerade nur verwundert, weil gestern durfte man nur eine andere Karte fahren. Ja, gestern, also ich habe eben eine Testfahrt gemacht, damit ich weiß, wie die Mechanik hier funktioniert. Und da bin ich auch auf einer anderen Karte gefahren. So, jetzt mal gucken, ob irgendwo was Rosanes ist. Da ist was Rosanes. Oh, was Rosanes? Ja, du hast rosa Schrift. Wir haben doch für Groschi wegen seiner Ich sehe gar nicht, dass ich rosa bin. Nein. Ich bin bei dir, glaube ich, auch grün. Du bist sowas von grün. Ja, und dieser Panzer ist echt der Hammer. Wobei er nicht gut nach hinten schießen kann. Habe ich festgestellt. Auf Luftziele. Ja, schon, aber nicht auf Gegner. Aber so auf gerader Linie, das haut nicht hin. Der guckt halt immer nach oben, wenn er da hinten guckt. Naja, guck mal, einer guckt. Ich will da rüber, Mensch! Wo willst du eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Weiß ich nicht, ich fahr dir hinterher. Oh, das ist also, ein Fehler. Also ich fahr dir nicht hinterher, weil mir einer hinten reinfährt. Gut, der Leopard 2 lässt sich da nicht so von beeindrucken. Das ist der Leopard 2A5, den hat die Bundeswehr 1992 in Dienst gestellt. Das ist die, die fünfte Ausbaustufe, oder man nennt es in dem Fall bei Panzern Baulose. Die fünfte Baulose vom Leopard 2. Das ist, auch heute ist der hier noch zahlreich bei der Bundeswehr vertreten. Ja, und in anderen Nationen auch, ne? So wie Dänemark. Ja, Dänemark, Niederlande, Kanada. Glaube ich, hat ihn. Australien hat den Leopard 1. Ich weiß nicht, ob wir auch den Leopard 2 hatten. Da bin ich mir nicht sicher. Ich mir auch nicht. Auf alle Fälle, ihr seht, wie dieses Ding abgeht. Wir fahren ja sonst immer in letzter Zeit den Panzer 4 sehr viel. Und ich muss mal was machen. Ich fahre dem Hannes hier mal nach. Und ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal hier so lang. Das Wichtige ist, dass man hier echt aufpasst, dass man dem Gegner seine Seite, dass sein Heck sein oder sein, weiß ich nicht, wie die Oberseite nicht zudreht. Also meine Erfahrung ist, sobald man vom Gegner getroffen wird, ist man weg. Ich habe bisher... Ja, geht so. Ich guck mal kurz, ob keiner guckt. Ja, das ist gut. Guck mal, ob keiner guckt. Ja, noch habe ich keinen gesehen, der guckt. Aha. Ja. Wir sind jetzt hier zwischen... Na gut, das sind die Hügel, da kann keiner kommen. Beeindruckend finde ich die Kameraperspektive, wenn du in der Rechtsschützenansicht ja, bist. Ja, ist sehr das geil. Das bewegt sich gar nicht. Ja, die Kanonenstabilisierung ist großartig. Ja, das wollen die ja zum Teil auch in die regulären Panzer mit einbringen, also die es dann auch hatten, zum Beispiel den Leopard 1A1. Ah ja, noch haben sie das nicht, ne? Oder den Chieftain, also nee, so richtig haben sie es wohl noch nicht. Oder doch, und ich habe die Panzer noch nicht, die dazugehören. Ja, und das Ekelhafte ist jetzt in dem Falle, und das war vorhin richtig hässlich, die Kampfhubschrauber. Ja. Ja, die mit Lenkraketen echt, und Unlenkraketen und ganz bösen Geschützen. Ja, das ist echt widerlich. Oh, ich habe einen Feind gesehen. In den Bergen. In den Bergen? Da hinten. Tja, irgendwie steht der Bett hier vor mir alles voll mit Gegnern. Irgendwo da in den Bergen. Und seht ihr mal, wie das Geschütz sich dreht. Das ist krank. Boom. Da drüben müssten sie sein. Abschusshilfe! Ach, den Feind meinst du? Ja, jetzt hab ich ihn auch gesehen. Der stand ja. Ah, Gebirgsziegen dahin. Ich finde hier die Fracks echt irritierend auf dieser Karte. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, wir sind halt ein bisschen moderner als die Wracks, die hier so rumstehen. Das meiste, was hier steht, sind Centurions und T-54. Das stimmt, das macht es ein wenig leichter. Und sie sind alle ausgebrannt und schwarz. Naja. Und ihr seht, das Geschütz ist ein anderes, als wir das kennen. Aber
Man weiß halt nicht, wo jetzt Gegner sind im Moment. Ich sehe keine. Wir erobern A auch wieder also zurück unsere Buben. Ja. Das hier ist so ein Loch, da kann keiner rauskommen, hoffe ich. Welchem Loch? Nee, das aus deinem Loch, ist, Loch da? Das Loch hier ist panzersafe. Wenn keiner drin ist, kommt auch keiner raus. Also Felsen kann auch nicht umfahren. Vielleicht fährst du da mal rein, damit du wieder rausfahren kannst. Ja, ich bin reingefahren, damit ich wieder rausfahren konnte. Oh, ich habe einen Gegner gesehen. Ja. Ja, aber... Oh Gott, ist der weit weg. Das macht nichts. Die Reichweite dieser Panzer hier ist kränk. Ja, ja. Das Ding ist... Ziel zerstört. Der ist so weit weg... Dass ich so hochzielen muss, ich sehe den eigentlich gar nicht richtig. Oh, vor mir ist ein T-90. Ich muss quasi meine Munition über so einen Berg rüber schießen. Okay. Ah, ich wurde getroffen. Der T-90 da vorne schießt mit seinen guten Raketen. Reparier mal eben. Bist du? Wo ist der T90? Hat der Lenkwaffen, der T90, ne? Ja, der hat ja die Gladrock-Kanone, da konnte er auch. Wobei wir ja auch Gladrock-Kanone haben, ne? Ja. Ja. Ich glaube, der T90 ist ein geschichtsträchtiger T90. Der ist, der war mal. Ja, würde ich auch. Wo, hinten durch? Ach du Scheiße. Oh, der ist geplatzt, bevor meine Munition eingetroffen ist. Hm. Ja, und bei dir so? Ja, B wird entobert. B? Da kann man doch mal hingucken. Ja. Was man sagen muss, die Mobilität vom T90 im Vergleich zum Leopard, jetzt zumindest hier im Spiel, ja, ist grottig. Ja, das ist aber auch bekannt. Ja. Also vorwärts fahren, ja, und dann war's das aber auch. Ja, auf der Stelle drehen und rückwärts fahren ist nicht so die Spezialität. Ja, denn wie lang die Schlacht geht, könnten wir den T90 auch nochmal antesten. Oh, wir gucken mal. Oh, guck mal, da kommt jetzt ein Kampfhubschrauber. Ziel zerstört! Achso. Aua! Hat mich angefahren, der Heli. Hier steht eine Schilka oder was ist das? Nee, das war ein Leo. Vorsicht, hier kommt da jetzt noch ein anderer Schlag von mir runter. Hagel! Über ihm nicht. Warum schießt denn der Kollege auf mich? Der brennt hier, ist der tot? Was da? Was da hier los war? Du eroberst mal? Ich? Ja, wenn das sein muss. Ja. Also, dafür, dass das hier... Wie viel wiegen die? 60 Tonnen, ne? Ja, knapp. Wahnsinn, die Beweglichkeit. Das ist schon nicht ohne. Ich hab einen Helikopter abgeschossen. Yeah! Wow. Wo kam das her? Ja, von geradezu. Da siehst du diese Nebelwand? Ja, wie nebelt man denn? Au! Das hab ich auch noch nicht raus, aber da stand T90. Ich nebel jetzt! So nebelt man also? Ja. Du räucherst aber eher. Ja, ich räuche jetzt. Fisch oder was? Ja. Es gibt Fisch, genau. Ich hab auch deutsche schon Salami gibt's jetzt. Ich bin auch schon diesen Flakpanzer Gepard gefahren. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mit dem gar nichts getroffen. Nix. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich habe nix getroffen. Nix. Vielleicht hast du daneben geschossen einfach. Ja, wirklich. Das könnte sein, ne? Ja, klar, könnte. Ich möchte nicht sagen, dass es anders wäre, aber hey, ich habe nichts getroffen. Na, da ist er. Der schöne Leo. In der Wüste. Ist schon ein recht eleganter. So vom Körper aber auch schon ein recht eleganter Panzer, das kann man ja anders sagen. Ja, oh, der hat was, ne? Hm? Was kommt denn da angeflogen? Vor allem das Tempo ist halt irrsinnig, wenn man sich überlegt, man fährt sonst mit dem Panzer 4 und wenn man dann durch das Zielfernrohr guckt. Dann weißt du teilweise nicht mehr, wo du bist. Das ist wie Achterbahn.
Wow! Ich habe meinen Panzer mal zu einem Cabrio umfunktionieren lassen. Ja, er hat mir einfach mal den Turm entfernt. Ja, ich versuche hier gerade einen Kampfhubschrauber abzuschießen, aber... Apropos Hubschrauber, ich werde mal auch Hubschraubieren. Ja, ich kann nicht. Wie kannst nicht? Ja, ich kann auch nicht. Achso, du durftest noch nicht? Mhm. Nur Hubschrauber fliegen ist hier... Oh, das wollte ich nicht. Ja, kleines Malheur passiert mit den Raketen hier. Bin ich erstmal mit dem Hubschrauber hier ein bisschen. Der hat mir übel genommen, dass ich ihn beschossen habe. Ja? Wow! Ja. Er hat mich abgeschossen! Warum hat mich ein Kollege abgeschossen? Frechheit! Ich wurde von einem Teammitglied vom Himmel geholt. Okay, shit happens, würde ich sagen. Ja, okay. Das kann schon mal passieren. C will der Feind erobern. Da sind 4 Panzer von uns. 4 Leute. Bei C, oder was meinst du? Ja. Ja. Wo bist du so? Ich stehe hier so ein Reparierer. Ich bin der Reparator. Ich hatte ja ein Gefecht mit einem Kampfhubschrauber. Wieso? Ja. Und? War nicht so schön. Hat er geweint? Er nicht, ich. Tut mir leid. Mir auch. Wow! Hier segeln schon die ersten Geschosse an mir vorbei. Den hat irgendwer anderes abgeschossen. Ja, der hat seine Rotorblätter plötzlich verloren. Ich habe plötzlich meine Kette verloren. Ich weiß aber nicht, woher der Treffer kam. Wahrscheinlich da oben vom Berg. Ja. Ich habe die ungefähre Richtung gesehen. Ich nicht. Ach, jetzt. Ach, das war eine Lenkrakete, die da kam. Ich repariere hier noch ein paar Stunden. Ah, danke schön. Ich repariere nämlich noch tatsächlich ein paar Stunden. 33 Minuten. Stunden steht da, nicht Minuten. Kann ich dich unterstützen? Weiß ich nicht. Das Spiel sagt nein. Kann ich hoch genug schießen, um den Hubschrauber zu bekämpfen? Computer sagt nein. Ich darf dir nicht helfen. Aha. Okay. Jetzt bin ich aber in 8 Sekunden fertig. Es tut mir leid. Vor da hinten gerade in der Rauchwolke, was? Jetzt kann ich fahren. Ich bin schon, zwar schon ein halbes Wrack, aber hey, ein fahrendes Wrack. Wollen wir uns mal C unter die, hier... Wenn du das möchtest. Nägel reißen. Warte mal, ich könnte mir gerade noch akut. Was war das denn? Das waren Raketen. Das haben aber nicht viel Schaden gemacht, oder? Nee, das waren die Ungelenken irgendwie. Ja. Aber ich glaube, nach C schaffen wir das nicht mehr so richtig. Nee, wir haben jetzt gewonnen. Ja, aber sowas von. Ja, aber hallo. Sowas von haben wir gewonnen. Sowas haben wir gewonnen. Mission erfolgreich. Also ich habe jetzt nichts Besonderes geleistet in dieser Schlacht, aber hey. Wollen wir die Russen nochmal angucken? Hm. So, im direkten Vergleich. Tun wir das. Okay. Ich wechsle mal zu den Rutskis. Ich auch. Ist ja auch... Erledigt. Ich noch nicht. Ich suche sie noch. Die Russen sind weg, die Russen sind weg. Das kann nicht sein. So, ich drücke jetzt einfach wieder auf Teilnehmen, hat ja eben auch funktioniert. Es sind ja, genau. Moment. Alle Staffelmitglieder. Es tut mir leid. Dann über mich. Das tut ihm leid, er ist nicht bereit. Und ihr, da seht ihr oben gerade auch die Zeit, die ihr noch habt, das zu spielen. Also abzüglich jetzt, sage ich mal, von... Na, so eine Stunde 12 hätte ihr noch Zeit habt. Ja, jetzt. Also ich bin total bereit. Ja, ich auch.
Rang 9. Ich bin so bereit. Hier. Oh je, das ist wenigstens eine Map, wo... ja. Gestern gab es nämlich nur eine einzige Karte. Heute kann man wenigstens auf allen Standardkarten. Diese Libanon-Karte da. Ja, oder ja, sowas, ja, genau. Ne? Ja, ja, genau. Die habe ich am Anfang auch gehabt. Libanon, kann das sein, ja? Ja, also irgendwas, keine Ahnung. Irgendwie so. Ich habe jetzt den T90A und ich habe da alle Granaten drin, die ich drin habe. Ich habe keine Ahnung von dem Kasten. Ja, ich habe die Hochexplosive rausgenommen. Ich glaube nicht, dass man die hier wirklich braucht. Ach so, ja, okay. Nee, das sind nicht Hochexplosive. Wo sind die Explosive? Die 3OF und so weiter. Die 3OF, ja, okay, die brauchst du nicht. Da, was hast du hier? Da ist der 600, das ist... Also hübsch ist er ja, ne, aber... So, jetzt habe ich die 3BK29M mal geladen, ordentlich, weil die sieht irgendwie auch vielversprechend aus. Wer ist denn das? 3BK29M? Was drauf, hier? Wir kommen! Wo bist du? Ich bin hinter mein dir! Mein Komrad! Ich fahre dir hinterher, Komrad! Sehr gut! Dieser Panzer ist gekauft von Komrad Electronics. Komrad Electronics! In Zusammenarbeit mit der große russische Elektronikhersteller Power Ronoff. Ach, da überall drauf, ne? Dieser Knopf da. Power Ronoff, ja. Power Ronoff ist doch überall drauf. Also, du hast recht, er ist ein wenig, gemütlicher. Ja, ich sag, wenn du vorwärts fährst, geht das. Jo. Wie du aber. Oh, ha. Ich hab grad einen Schuss in die Seite gekriegt, das glaubst du nicht. Da steht der Hund. Oh. Ich hab ihn noch. Ah, ich renne! Ja, ich treffe ihn nicht. Mir war, als hätte mir jemand sein Richtschütze geschossen. Ist. Wow! Kannst du mal zusammenfegen, was von mir noch übrig ist? Ja, das wird ein Bausatz. Wow, jetzt ist ja ein Leo ausgeschaltet. Die Bundeswehr ist da! Die Bundeswehr ist da! Ja. Ja, das ist ja jetzt hier die Auflebung des Kalten Krieges, die wir hier so ein bisschen nachspielen. Ja, wo bist du eigentlich jetzt gerade? Demnächst, ich bin jetzt auf in die Schlacht. In die Schlacht? Guck mal, der kann auch besser nach hinten schießen. Ja, das stimmt, das habe ich schon gesehen. Der hat aber trotzdem, also der hat ein ziemlich gewaltiges Rohr, muss wenn ich sagen. Wenn du hinten über deine Rohr, also nach hinten ziehst, dann siehst du aus wie ein Frosch. Von vorne sieht er auch nicht viel anders aus. Zeig. Ja, okay. Oh, diese roten Augen. Bedrohlich. Da wird erobert. Siehst ja, du was? Ja, 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 ja. Siehst du was? Siehst du was? Siehst du was? Nö. Ja, noch nicht. Das Fahrverhalten vom Leo ist tatsächlich angenehmer. Jetzt sehe ich einen. Lebt das Ding? Nö, ist nur ein Leicherich. Eine Leiche. Da bin ich. Hallo. Guten Tag. Rechne ja. Hör's gut, YouTuberisch. Was ist drauf hier? Was ist denn das hier? Da ist einer mit stetiger Gegner. Ja so. Den artilleriere ich jetzt mal. Wen artillerierst du? Den bestätigten Gegner, der da auf der Karte war. Ja. Was ist denn das da für ein Fall? Hier feuert einer. Ziel zerstört! Ja, wenn der Leopard den Turm zu die Turmseite zudreht, schieß ihm hinten in den Turm. Ja, ja, klar. Au! Oh. Das ist das schönste Feuerwerk, was du je sehen wirst. Ja, das hier ist ja auch gerade sowieso das schönste Feuerwerk, was ich je erlebt habe. Guck mal, das ist. Der Leopard würde sich auf der Stelle drehen. Der kann das nicht. Oh, oh, oh! Feinkontakt! Ich hab eine Abschuss, die mir fehlt. Wo bist du? Meinst du mich? Ja. Ich stehe hier so hinter dir. Ich würde mich jetzt zu C wagen. Links habe ich immer Angst alleine. Ach so. Oh, da sind ja auch noch Kollegen. Hier ist ein Gegner. Wo? Wo? Direkt vor mir. Mach es tot, mach es weg. Ich habe ihm die Kette zerschossen. Ja, das ist schon mal ein Anfang. So, die Nachladezeit ist anders. Hässlich. Was ist er denn? Ist er tot? Ich sehe vor lauter Qualm nichts. Ich kann es nicht sagen.
Ich sehe nur einen Nebel. Was war's denn? Ein Russe? Ein T90, ja. Hier brennt ein T90, wieso? Ah, das ist wahrscheinlich der, aber ich hab keinen Abschuss für gekriegt. Also hat jemand anderes ihn wohl getötet. Boah, das kann durchaus passieren. Das stimmt. Boah, ich höre eine Rakete! Ah, eine Rakete! Hallöchen! Das ist ein eigener, der da vorne lang fährt. Also wollen wir uns... Oh, guck mal, da hinten fährt ein Lee. Oh, ach Quatsch, das ist ein... Neidi. Na komm, lad nach. Oh, hast du das gesehen? Ich war zu spät, aber ich sehe einen Frack. Ich mein... Okay, hier ist alles safe. Hallo. Sah gerade aus, als würdest du aus deinem Gehege rauskommen. Ja, kam aus meinem Gehege raus. Alter, hier sehen Sie, wie ein T90 in die freie Wildbahn entlassen wird. Aha. Das Gras ist ganz schön hoch. Ich breche durch. Denk an die Versicherungseinstufung. Ja. Meinst du, das macht dem Lack was? Aha. Da hinten ist auf alle Fälle ein Gegner. Ich kann leider nicht markieren, er ist wieder verschwunden. Da ist er! Oh! Ach, scheiße. Entkommen. Die Granaten, die sind nicht so der Bringer, glaube ich. Treffer! Rechtsschütze! Welche Granaten nimmst du denn nun? Frag mich, wo der hin ist, der Kerl. Das ist doch keine komische Schwerterfahrzeug. Muss er irgendwie mit der Flakpanzer hingerauscht werden? Das fahr mal, Kugel. Ah! Ein Kamikaze-Heli. Ein Kamikaze-Heli. Mau, mau. Ja. Man ist auch nur zu dritt in dem Gefährt hier, ne? Nicht zu viert wie im Leo. Sie zerstört. Du wirst hier irgendwie begnügelt. Ja, von irgendwas habe ich geschossen. Rückwärts fahren ist nicht so sein Ding. Oh. Wenn man glaubt, dass man den trifft, ist man aber auch ein bisschen... Hey! Ohne! Geklappt. Wow. Das sind ja überall Feinde! Die zerstört, da steht noch ein Leo. Das ist von vorne wenig verwundbar, außer unterm Turm so ein bisschen. Ich sehe gar nichts, was machen die denn da? Abschusshilfe. Oh, ich bin von einem Hubi abgeschossen worden. Und was? Ich bin von einem Hubschrauber. Nicht von einem Snalferbär, sondern von einem Hubschrauber. Hubschrauber, ja. Ja, ja. Das ist Faker. Ja, ja. Treffer. Ja, ja. Oha, wo bin ich denn hier? Jetzt habe ich 22 von den Schottungskameraden, da hätte ich ja noch diese Lenkraketen-Dinger da. Aber hier überhaupt nicht, wie die funktionieren. Oh, kack. Oh, oh, oh. Ah. Ja. Ich hab mal den Grill angemacht. Oh ja. Ist gut. Es gibt Ivan. Ivan mit einem Hauch Snalfa-Soße. Oh, das hört sich falsch an. Was denn? Ivan mit einem Hauch Snalfa-Soße hört sich falsch an, sage ich. Ja. Das klingt echt nicht so, wie es klingen sollte, glaube ich. Nein, das klingt völlig falsch. Ich glaube, irgendein Hubi hat es auf mich abgesehen. Ein Hubi? Ja, irgendwas fliegt über mich drüber, was nach so Feuerschweif-Granatendings und aussehen könnte. Abschusshilfe! Ich weiß zwar nicht wofür, aber vielen Dank! Thank you for your work. Ja, jetzt haben wir da oben C verloren. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ich bin auf Weg. Ja, ich bin mitten in der City. Ich auch ganz gut ist. Ha, ich hab mit meinem Hauptgeschütz den Heli getroffen. Yeah, Baby. Du kleine Rampensau. Jawohl, guck mal, wie er geplatzt ist so. Oh,
Oh Gott, dieses Licht. So geil es auch ist. Ich hab irgendwie mir in den Hintern geschossen. Das ist aber auch nicht so die feine englische Art, glaube ich. Meinst du? Oh. Hey! Ich hab Leo ausgeschaltet. Ich kann ja nicht böse mit ihm sein. Auch ein Leo und ein T90 Grad. Und da kommt noch was. Was ist das? Naja, so viel Auswahl gibt's ja nicht, außer noch ein ZSU 23-4 und einem Gepard. Nein, das ist hier. Deine Mutter. Ein T90. Ach, Kollege, Mensch. Beruhig dich. Beruhig dich. Ja, beruhigt sich nicht. Ich muss den ruhig stellen. Die Vorstabilisierung hier ist allerdings auch nicht übel. Nicht übel, möchte ich anmerken. Ich fahr mal zu B. Dieser Hund. Der hundige Hund. Der Hundigkeit. Nimm das. Ich fahr mal einem eigenen Gepard hinterher. Das ist wahrscheinlich ein Beute-Gepard. Wow. Wer oder auch Hubschraubert. Ich wurde Hubschrauber, du auch? Ja. Wo war's von? Ja. Motorschaden. Okay, jetzt wurde ich. Was ist ein Marderschaden? Ja, ich hab Marderschaden. Ein Marbeerschaden. Der gute alte Marbeer, weißt du? Alter Marbeer. Man hat was versucht, einen Flakpanzer zu nehmen, aber mit dem. Wir haben hier ein kleines Malheur gehabt. Das ist jetzt ungünstig, das ist so ein scheiß Helikopter, der macht uns hier. Geil, meiner Ansicht hat er gerade keine Rotorblätter. Wie fährt denn das wie? Ja, meiner auch nicht, aber. Nee, er hat auch keine Rotorblätter und er brennt auch mächtig. Er brennt ordentlichst. Ich lade jetzt mal nieder. Ist dein Barbecue-Grill hier vor mir oder was? Ja, das ist mein Grill. Jetzt explodiert er gleich. So, Hubi, Russisch Barbecue. Ja. Ich werde jetzt Babiuschka vernichtend erobern. Oh je. Babiuschka. Oh ja, bleib so. Nein. Was ist da? Wie kannst du nur? Ich hab mal ausnahmsweise durchs Zielfernrohr geguckt. Kein Durchschlag. Wie kannst du mir das antun und mich einfach so anfahren? Ja, irgendeiner muss es doch tun. Das passiert mir sehr selten. Du hast ja recht. Da habe ich eigentlich gerne ein Auge drauf. Ja, wenn er erstmal vorwärts fährt, ist er echt super. Ja, da ist er kaum zu bremsen. Wobei ich ihn jetzt in erster Linie beim Vorwärtsfahren etwas langsamer als den Leo finde und nicht so sehr beim Kurvefahren. Du bist noch nicht rückwärts gefahren, scheinbar. Doch, eben vorhin. Das war echt übel. Das hat mich irgendwie. Das erinnert so ein bisschen schon an Panzer 4, ne? Ja, nicht an Panzer 4. Der Panzer 4 ist in der Hinsicht super, sondern an ganz andere Freunde. Wie den Panther. Ach, der Panther, ja, genau. Oh Gott, hier ist ja Nebel. Wo sind wir? Warum sind wir hier? Wo ist denn hier. Auf C. Warum hast du ein Kleid an? Warum kann ich nicht nach unten schießen? Das ist ein russischer Panzer. Ja. Du weißt doch, das ist ein Feature. Das ist ein Feature. Oh Gott. Hier geht's ab. Das ist mir hier zu laut. Das ist mir hier zu laut. Ich fahr zu B. Ziel zerstört. Was? Yep. Wow, Mission erfolgreich. Also, Hannes? Ja? Clemens? Ja, wir müssen uns dann verabscheuen, weil ich muss das Video verarbeiten, damit noch möglichst viele Leute die Gelegenheit haben, diese tollen Panzer zu testen und zu fahren. Genau. Ja. Dann. Ich gehe wieder zurück auf meinen Panzer 4 zum Vergleich nochmal. Panzer 4. Ja. Ihr seht den Unterschied? Gut. Musste ja mal gesagt werden. Doch, der ist eigentlich recht eindeutig, der Unterschied. Ja. Hannes ist zuletzt bei uns gewesen, glaube ich, mit Trouble in Terrorist Town. Kann das sein? Bei dem TTT-Let's Play warst du. Da warst du dabei. Und auch von ihm bei uns zu finden ist immer noch sein episches Surgeon Simulator Let's Play mit Bob. Ja, der beste Statist aller Zeiten. Teilnehmer, wie man es nennen möchte. Leidensfähig ohne Ende, definitiv.
So, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich muss das Video fertig machen, raushauen, damit ihr was zu sehen habt. Und ja, dann kriegt ihr heute zwei Videos. Wahnsinn. Der Hammer. Der Hammer. Groschi ist demnächst auch wieder da. Lucrezia und das Schwarze Hase lassen auch grüßen. Die eine tatsächlich, bei der anderen lege ich sie in meinen Mund. Und das war's von uns. Tschüss. Mit Üs? Oder wie? Jo. Jo. Wir sind raus. Hans und Klaus. Tschüss.